Hallo zusammen. Im vierten Video im Kapitel 1.3 Tangentenprobleme geht es darum, wie man den kleinsten Abstand zwischen einem Punkt und einem Funktionsgraphen bestimmen kann. Das ist nur indirekt ein Tangentenproblem, also es hängt schon mit der Tangente zusammen, aber es ist eigentlich viel direkter ein normales Problem, da aber die Normale und die Tangente so eng zusammenhängen und da das Verfahren ganz ähnlich ist wie beim Bestimmen einer Tangente, die von außen an die Kurve angelegt wird, lohnt es sich, das einfach auch hier zu machen, weil es einfach sehr gut dazu passt. Ja, schauen wir uns die Lage an. Wir haben eine Funktion, die hat den Term 3 durch x. Und die Frage ist jetzt, welcher Punkt auf dem Graphen von f liegt am nächsten am Ursprung? Ja, schauen wir uns erstmal grafisch an. Der Graph der Funktion 3 durch x ist eine Hyperbel und der Ursprung ist jetzt hier mit dem roten Kreuz markiert. Und wenn man jetzt den kürzesten Abstand will, dann merkt man relativ schnell, dass man ja hier in diesem Bereich landet. Ja, und wie kriegt man es jetzt genau hin? Da kann man sich überlegen, wenn das 3 durch x keine Kurve wäre, sondern eine Gerade, dann könnte man einfach mit einem rechten Winkel rüberziehen auf den Ursprung und hätte dann die direkte Verbindung oder die kürzestmögliche Verbindung, weil kürzer als mit einem rechten Winkel geht eben nicht. Und jetzt können wir aber hier keinen rechten Winkel einfach so anlegen, weil die Kurve ja gebogen ist. Daher basteln wir uns eine Tangente rein und dann eben die Tangente so, dass die Senkrechte dazu durch den Ursprung geht. Und dann haben wir auch den kürzesten Abstand, das sieht man sofort, wenn man jetzt hier rüber, wenn man den Graph erreichen will und eben nicht so rüber geht, dann wird es automatisch länger. Ja? Also der Weg wird dann automatisch länger und damit haben wir den kürzesten Punkt gefunden. Und diese Strecke hier, das ist die normale. Also so wie das hier eben die Tangente ist, ist eben die Senkrechte zur Tangente die normale. Und da haben wir auch eine Formel dafür, mit der wir die aufstellen können. Wir suchen jetzt also die Normale, die durch den Ursprung geht. Also wir wollen jetzt eine Normale nicht in einem Punkt bestimmen, sondern von einem Punkt aus an den Graphen der Funktion anlegen. Und das machen wir genauso, wie wenn wir jetzt eine Tangente vom Ursprung aus anlegen würden. Und das heißt, wir bestimmen unsere Bausteine U, F und U' von U. Das U ist klar, es soll eine allgemeine Normale werden, weil wir ja den Punkt noch nicht kennen, auf dem die anliegt. Und das heißt, unser U bleibt einfach U. Unser F von U kriegen wir, indem wir U in die Funktion einsetzen. Und das F' von U kriegen wir dann, indem wir U in die Ableitung von 3 durch x einsetzen. Und die Ableitung von 3 durch x wäre minus 3 durch x². Also ist F' von U minus 3 durch U². Und jetzt können wir diese drei Bausteine einfach schnappen und in die normale Gleichung einsetzen und kriegen dann hier diese Gleichung. Also für f' von u haben wir das 3 durch u Quadrat eingesetzt, minus 3 durch u Quadrat eingesetzt, für u u und für f von u 3 durch u. Und damit haben wir am Stück hier die allgemeine normalen Gleichung fertig gebaut. Ähnlich wie die allgemeine Tangentengleichung mit dem einen Problem, dass hier ein Doppelbruch ist, das können wir aber lösen. 1 durch 3 durch u Quadrat. Zum Dividieren, also der große Bruchstrich kann man als Geteiltzeichen interpretieren und zum Dividieren bilden wir einfach den Kehrbruch, dann wird aus dem 1 durch 3 durch u Quadrat durch 3, also eben Kehrbruch von 3 durch u Quadrat und Minus gibt zusammen Plus, brauchen wir also nicht mehr hinschreiben. So, und jetzt haben wir hier die allgemeine Normalengleichung, das heißt für jedes u, das wir einsetzen, kriegen wir eine Normale. Und wir wollen jetzt die Normale haben, die durch den Ursprung geht. Und die kriegen wir eben jetzt wieder, indem wir eine Punktprobe machen. Das heißt, wir setzen für x und y in der Gleichung 0 ein und bestimmen dann das u. Dazu müssen wir jetzt diese Gleichung, die da steht, nach u auflösen. Als erstes lohnt sich natürlich hier die Klammer zusammenzufassen. So. Dann packen wir mal das u hoch 3 Drittel auf die andere Seite. Und jetzt können wir das u und die 3 jeweils unter dem Bruchstrich hervormultiplizieren. Wir multiplizieren mit u und mit 3 durch, also erstmal mit u. Dann wird aus dem u hoch 3 u hoch 4 und auf der rechten Seite hätten wir dann 3 u durch u und das u wird sich rauskürzen. Dann multiplizieren wir mit 3 durch und haben u hoch 4 gleich 9 und lösen schlussendlich die Gleichung mit der vierten Wurzel. Die vierte Wurzel aus 9 ist dasselbe wie die Wurzel aus 3. Und dann haben wir unseren u-Wert, für den quasi die Normale dann durch den Ursprung geht. Das heißt, die Punkte Wurzel 3 Strich f von Wurzel 3 und Minus Wurzel 3 Strich f von Minus Wurzel 3 haben vom Ursprung den kleinsten Abstand. Es macht natürlich Sinn, dass da auch ein Minuswert dabei ist, weil der Graph ja symmetrisch zum Ursprung ist. Das heißt, es muss zwei Werte mit dem kürzesten Abstand geben und der Abstand muss auch jeweils gleich sein.
Und damit haben wir eigentlich die Aufgabe gelöst. Ja. Dann jetzt noch eine kleine Anschlussüberlegung. Wenn wir jetzt noch die Gleichung der Normalen haben wollten, würden wir die eben so kriegen, wie bei der Tangenten auch. Wir würden die Wurzel 3 für das u einsetzen. Ich habe das gerade mal gemacht. Also überall, wo hier ein u steht, würden wir die Wurzel 3 einsetzen. Dann kriegen wir als Gleichung y gleich x raus. Und das ist hier die eingezeichnete Normale. Die ist bei beiden genau gleich. Also es kommt einfach beides mal dieselbe Normale raus, bei P1 und bei P2. Wenn wir den ganzen Punkt haben wollten, dann würden wir die Wurzel 3 hier für x einsetzen oder die Minuswurzel 3 und da käme dann auch Wurzel 3 raus. Also es wäre Wurzel 3 Strich Wurzel 3 und Minuswurzel 3 Strich Minuswurzel 3. Wenn man das fertig ausrechnen wollte, was man hier jetzt ja nicht zwingend muss. So, und ich glaube, dann sollte man das verstanden haben, also wie man eben auch mit der normalen Gleichung arbeitet. Manchmal steht einfach dran, man soll eine Normale anlegen, aber am häufigsten kommt eben die Normale vor, wenn es darum geht, einen kürzesten Abstand zu finden. Und da ist die Normale eben geeignet, weil sie halt senkrecht zum Graphen der Funktion oder genauer gesagt senkrecht zur Tangenten am Graphen der Funktion steht und dann eben so verwendet werden kann. Ihr habt auch gemerkt, dass jetzt also es eigentlich keinen wirklichen Unterschied gibt zwischen dem Anlegen einer normalen und dem Anliegen einer Tangente. Das funktioniert eigentlich in beiden Fällen genau gleich. Man muss nur beachten, dass halt einmal f' von u vor der Klammer steht und einmal minus f', minus 1 durch f' von u, was ja fast ansonsten aber ist es genau dasselbe. Ja. Dann war es das zum Thema kleinster Abstand zwischen einem Punkt und einem Funktionsgraphen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.